das ist mein guter Freund Wolfgang Griesel, seines Zeichens Präsident der Industrie- und Handelskammer in Bonn. Eine ganz wichtige Institution für unser Wirtschaftsleben. Aber unser Wirtschaftsleben kann nur funktionieren, wenn wir Studenten haben, die hier studieren können. Wie sieht das denn aus? Wie war es denn bei dir damals? Ja, lieber Konrad, als ich 1970 nach Bonn gekommen bin, da war das nicht so das große Problem. Ich habe eine Bude gefunden, so nannte man das damals, in Poppelsdorf. Das war damals JWD, aber heute ist das da, wo das Leben pulsiert und wo eigentlich viele Studenten hin möchten. Und wäre ja schön, wenn viele Bonner Hausbesitzer und Wohnungseigentümer sich bereit erklären würden, Studenten und Studentinnen auch heute wieder Wohnraum zur Verfügung zu stellen und zu vermieten. Es ist ja nicht nur zum eigenen Nachteil, man verdient ja auch ein bisschen was dran. Wie sieht das der Wirtschaftsexperte? Ja, natürlich verdient man daran. Wenn ich mal von meiner Bude von damals ausging, das war das ehemalige Kinderzimmer meiner Vermieter. Die haben das, glaube ich, sehr gut dran verdient, denn da standen noch die alten Möbel drin. Ich kam gerade mit den Knien unter den Schreibtisch. Das ist ja heute ein bisschen anders. Heute ist ja gerade der Wohnraum, das bringt, denke ich, doch Profit. Und das muss eigentlich für jeden wirtschaftlich denkenden Haus- und Wohnungsbesitzer ganz wichtiger Faktor sein. Wir hoffen, dass die Stimme von Wolfgang Griesel Ihr Herz, Ihr Portemonnaie vielleicht sogar, Ihre Überlegungen erreicht. Denken Sie dran, wir brauchen wirklich viele Zimmer für unsere Studenten. Und letztlich ist es ja eine ganz wichtige Geschichte, da fängt das an. Und die Akademiker später und die ausgebildeten Menschen, irgendwann kommt das ja auch wieder zu uns zurück, wenn die berufstätig werden können. Ne? Wir brauchen die Leute. Ja, Bonn ist eine Universitätsstadt und das ist ein ganz wesentliches Merkmal dieser Stadt. Und wir brauchen natürlich auch die ausgebildeten Studenten, die fertigen für unsere Wirtschaft. Ja, wir brauchen Fachkräfte. Für alle die müssen wir hier Unterkunft zur Verfügung stellen, denn sonst gehen sie weg und suchen sich andere Orte.